Ich definiere folgendes Vektorfeld. Ich habe ein einfaches ausgewählt, damit die Rechnung nicht zu lang ausfällt. 1, 1 und x. Ja, man beachte, x rutscht auf die Position, wo üblicherweise z ist. Ja, und damit ist auch angezeigt, dass wir ein Vektorfeld betrachten. Wir verifizieren jetzt den Integralsatz von Stokes. Wir brauchen eine Menge. Und die Menge bezieht sich auf alle Punkte. Die Punkte können von Ortsvektoren beschrieben werden. Deswegen kann ich das auch so schreiben. Für die gilt x² plus y² plus z² ist gleich 1 und z größer gleich 0. Ja, was ist das für eine Menge? Am besten ist immer, wenn man sich die Menge aufskizziert. Das hier ist entscheidend. Wir sind schon mal von den z-Werten positiv. Also hier ist z0. Und dann alles, was über 0 ist, ist dabei. Also nur positive z-Werte werden betrachtet. Ja, und das ist die Gleichung für eine Kugel. Also haben wir eine Halbkugel hier mit dem Radius 1. Ja. Ich deute es hier mal an mit dem Ortsvektor. Und naja, üblicherweise wird der mit Groß R bezeichnet. Dann lässt man den Pfeil auch gern weg. Und sagt, okay, das ist der Radius. Ja. Okay, also Groß R ist in unserem Fall 1. Ja, jetzt besagt der Integralsatz von Stokes ja folgendes. Das Ringintegral über den Rand, da müssen wir dann auch mal schauen, was der Rand sein soll, aber ich möchte mit der rechten Seite erst anfangen. Also Kurvenintegral entlang des Randes, ja, der Rand, der meine Oberfläche einschließt, über mein Vektorfeld in infinitesimalen Wegschritten. Ja. Das sind meine Wegelemente entlang der Kurve. Ist gleichbedeutend, also diese Rechnung ist gleichbedeutend mit dem Oberflächenintegral über die Rotation von meinem Vektorfeld. Ja, mal diesen Oberflächenvektor. So, wenn es heißt, verifiziere den Satz so und so, dann bedeutet es, alle beiden Seiten müssen nachgerechnet werden und die Gleichheit bestätigt werden. Okay, also wir wollen damit anfangen. Dazu ist es nötig, weil aus dem externen Video ist bekannt, wie sich der Oberflächenvektor zusammensetzt. Es ist nötig, den normalen Vektor zu definieren. Wie wir den berechnen, das wurde ja alles in den externen Videos erwähnt, deswegen sehe ich keinen Sinn, das zu wiederholen. So. Was haben wir denn für eine Funktion? Natürlich die Funktion der Kugel hier. Die kann ich ja als ja, Skalarfeld lesen. Ja. Ich kann phi von x, y, z definieren und einfach diese Funktionsvorschrift verwenden. Warum das funktioniert? Naja, im externen Video wird es gezeigt. So, also der Gradient von dem ist 2, kann ich davor schreiben, x, y, z, der Vektor durch jetzt Betrag vom Vektor. Ich kann teilweise was aus der Wurzel rausziehen. Ja, Wurzel aus 4 ist 2. Dann habe ich Wurzel über x² plus y² plus z². Das ist ja 1, steht ja in der Menge drin. Ja. Also gut, kann ich das vergessen. Und dann kann ich noch hier kürzen. 2 mit 2 und dann bleibt letztlich nur dieser Vektor als normalen Vektor da. Ja? Der hat schon die Länge 1. Okay, ja, jetzt haben wir so ein seltsames Gebiet hier, ja, eine seltsame Oberfläche. Ja, eine Halbkugel. Also bietet es sich an, mit Kugelkoordinaten zu rechnen. Ja, dafür gibt es Transformationsformeln. Die haben wir auch schon kennengelernt. X kann ich ausdrücken über Sinus von Phi mal Cosinus Theta
y kann ich ausdrücken als Sinus von Phi mal Sinus von Theta. Und z kann ich als Cosinus von Theta ausdrücken. Ja? Ja gut. Hier steht ja mein normalen Vektor. Dann haben wir den auch schon transformiert. Okay. Wunderbar. Okay, und jetzt die Rotation. Ja, hier steht ja die Rotation drin. Und da, ja, möchte ich mal einen Trick zeigen. Die Rotation von einem Vektorfeld, weil man kann sich natürlich diese ganzen partiellen Differenzen, also diese partiellen Ableitungen, diese Differentiale hier, was da alles drinstecken, nicht merken. Ja. Aber man kann das als Determinante formulieren. Man schreibt einfach hier die Einheitsvektoren und hier die Ableitung, in welche Dimension ich das machen möchte. Brauche ich mir nur den entsprechenden Einheitsvektor oben drüber anschauen und dann weiß ich, was hier für eine Ableitung stehen muss. Ja, hier steht z und dann muss ich hier die Ableitung nach z berücksichtigen. Und hier schreibe ich die Komponenten von meinem entsprechenden Vektorfeld rein. Und dann mit dem Laplace Entwicklungssatz für Determinanten, ja, kann ich natürlich hier erstmal gedanklich das hier streichen und Hauptdiagonale minus Nebendiagonale rechnen. Ja, und dabei die Dimension betrachten, also x. Dann habe ich da stehen, ja, die Komponente z wird abgeleitet nach y, abzüglich die Komponente y wird abgeleitet nach z mal diesen Vektor. Die mittlere ist ein bisschen, ja, anders, ja, weil da muss man das Minus hier noch berücksichtigen. Also das, was ich hier dann Hauptdiagonale minus Nebendiagonale rechne, muss ich dann noch mit dem Minus hier verrechnen. Ja. Das rührt daher, weil das Vektorprodukt ja dasselbe benötigt in der mittleren Komponente. Ja. Da haben wir eigentlich auch schon drüber gesprochen im externen View. Gut, also wir wissen, dass das Minus berücksichtigt werden muss. Und dann kann ich schreiben, das ist die x-Komponente nach z ableiten, abzüglich die z-Komponente nach x ableiten. So, und die letzte Rechnung, ich streiche die Zeile und die letzte Spalte und rechne dann Hauptdiagonale minus Nebendiagonale. So, dann habe ich da stehen Komponente y nach x abzüglich Komponente x nach y. Okay. Naja, und jetzt schaue ich mir mein Vektorfeld an. Mein Vektorfeld ist ja einfach. Ja, schaut ja nur so aus. Und jetzt, ja, übertrage ich das Ganze. Ja, lese hier ab. Und beachte, wo ich ableiten muss. Naja, und dann haben wir Folgendes dastehen. So, 0, 0, 0, minus 1, 0, 0. Ergibt dann eine Rotation von f und zwar 0, minus 1, 0. So. Okay. Naja, und jetzt können wir unser Integral berechnen. Oberflächenintegral über die Rotation. Ja, wir müssen festlegen, von wo bis wo Phi und Theta laufen soll, aber das ist kein Problem. Denn wenn ich hier die Nulllinie festlege, dann muss wohl Phi einmal von 0 bis 2 Pi rumdrehen, um alles auf der Oberfläche, ja, abzutasten. Also 0 und 2 Pi. Ausgeschlossen, weil ja 0 wieder da liegt, wo 2 Pi drauf liegt. Ja. Mit dem Integral ist es ja egal. Ja. Man integriert von 0 bis 2 Pi. Theta, naja, da beziehe ich mich auf z und das ist ja der Winkel, wo rausfällt von der z-Achse her. Ja. Also wegfällt.
Und weil ich eine Halbkugel habe, läuft der Tether von 0 bis Pi halbe. Bei der ganzen Kugel würde er bis Pi laufen. Ja? Okay. Also 0 bis Pi halbe. Ja, den kann ich anders schreiben. Das ist ja mein normalen Vektor mal dieses Flächenelement. Wir haben Kugelkoordinaten. In den externen Video habe ich gezeigt, warum das Flächenelement so aussehen muss. Wir beachten noch, dass wir den Radius 1 haben. Ja, dann habe ich hier Sinus von Theta mal d Phi mal d Theta. Okay. Ja, und jetzt einfach mal rechnen. Gehen wir mal auf die Folgeseite. Ist gleich so Integral von 0 bis Pi halbe. Integral von 0 bis 2 Pi. So 0 minus 1, 0. Sinus von Theta mal Cosinus Phi. Sinus Phi, Sinus Theta. Cosinus Theta mal Sinus Theta d Phi d Theta ist gleich. So, Integral von 0 bis Pi halbe. Das Minus schreibe ich mal hier raus. Integral von 0 bis 2 Pi. So, Sinus von Phi, den kann ich dann verrechnen. Wir haben hier ein Skalarprodukt. Dann habe ich Sinus Quadrat von Theta nach d Phi nach d Theta. So, das hier drin ergibt 0, ja, weil ich integriere nach Phi. Hier steht Phi. Also 0 bis Pi halbe. Stammfunktion wäre dann einfach, naja, Sinus Quadrat von Theta mal Cosinus von Phi. Wenn ich den Cosinus ableite, habe ich dann den Minus Sinus. Und naja, das, was vorne dran steht, ist in dem Fall eine Konstante, weil wir nicht in die Dimension Theta integrieren. So, jetzt habe ich hier 2 Pi und 0 zu setzen nach d Theta. Ja, und jetzt sehen wir schon. Wenn ich das einsetze, habe ich 1 minus 1 da stehen, ja? Also 1 minus 1 und dann kommt die Beizahl noch drauf, also eigentlich Sinus Quadrat von Theta minus Sinus Quadrat von Theta, aber das ist auch 0, ja? Okay, also haben wir hier 0. So, 0 muss jetzt auch beim Kurvenintegral rauskommen, ja? Also die linke Seite von dem Stokes-Integralsatz ist ja das hier. So, und jetzt muss man halt schauen, wo der Rand ist, ja? Aber das ist jetzt in dem Fall einfach. Wir haben ja nur eine, ja, Halbkugel. Dann ist der Rand hier unten, ne? Der Rand ist, schließt diese ausgebeulte Fläche ein. Ja, das ist mein Rand. Ja. Okay, also entlang vom Rand integrieren. Wenn hier jetzt mein Ursprung ist, gehe ich hier mit dem Vektor her, gehe dann ein Stückchen weiter, dann bin ich auf der neuen Position. Ja, sage ich mal Dach. Und hier gibt es einen Differenzenvektor. Ja, und um den geht's. Das ist der hier. Ja, dann eignet sich hier, weil ich hier bei Z0 bin, ja, die Anwendung von Polarkoordinaten, ja. Dann drücke ich mit den anderen Transformationsformeln x. Wir haben wieder zu berücksichtigen, dass wir hier den Radius von 1 haben, ja. Also der Kugelradius ist 1, dann brauche ich hier nur Cosinus von Phi schreiben und für y Sinus von Phi. Okay. Gut. Dieser Parameter läuft natürlich dann auch von 0 bis 2 Pi. Ja, so kann ich dann komplett rumlaufen. Gedanklich natürlich. So. Und naja, los geht's. Jetzt transformieren wir unseren Vektor hier, xy0, nämlich zu r von Phi. Ja, parametrisieren das Ganze
Also, x von Phi ist einfach Cosinus von Phi, y von Phi ist Sinus von Phi und die 0. Okay. So. Ja, wir brauchen den hier. Also leiten wir den nach Phi ab. So, dann habe ich minus Sinus von Phi und Cosinus von Phi und 0. Naja, und jetzt weiß ich, was das Differential hier ist. Also diese kleine Wegstrecke, nämlich der Vektor. Naja, und den verfolge ich entlang einer infinitesimalen Richtung in die Dimension Phi. So, fertig. Ja, jetzt können wir rechnen. So, was kann man hier schreiben für x? Naja, x ist gleich Cosinus von Phi, wenn der Radius 1 ist, ja, in Polarkoordinaten. Also Cosinus von Phi. So, mal minus Sinus von Phi, Cosinus von Phi und 0. So, jetzt habe ich hier d Phi. So. Ja, minus Sinus von Phi plus Cosinus von Phi nach d Phi. Ja, jetzt kann man hier das Integral aufsplitten von 0 bis 2 Pi über minus Sinus von Phi nach d Phi plus Integral von 0 bis 2 Pi über Cosinus von Phi nach d Phi. Für die beiden eine Stammfunktion. So ist gleich Cosinus von Phi in den Grenzen 2 Pi und 0 plus Sinus von Phi in den Grenzen 2 Pi und 0. Also obere minus untere Grenze rechnen. Und dann haben wir auch hier 0. Ja, damit ist der Satz verifiziert. Gut.